Wupp. Hui. Bin ich jetzt hier in einem Secret Area? Ist jetzt hier ein Goldbolzen? Das war zu einfach dafür, wenn man theoretisch, glaube ich. Das war, ja. Ja, Mama. Ein Fragezeichen. Ich bin also auf einem guten Weg, etwas zu finden. Nur was? Nein, kein Infobot. Nein, hat er nicht. Was habe ich? Wegen dem Filmfeeling. Ach so. Ja. Dir. Ich hab halt, wo soll ich die groß Popcorn warm machen? Im Ofen, ja. Wenn du willst, kannst du die Kamerasteuerung umkehren. Wähle einfach Kamera in Optionen nehmen. Ob das besser wäre, wenn ich jetzt die Kamerasteuerung umändern würde? Ich weiß es nicht genau. Ups. Nee, aber ich möchte auf... Ja, ist das ein Goldbolzen? Nee, das ist wie bei so einem Leuchtturm, glaube ich. Also nicht laufen, ich will einfach gucken. Danke. Ja, das ist irgendwie so ein Signal einfach nur. Signalleuchte. Notfalls tut's auch fertig gekauftes Popcorn. Na, jetzt ist ein bisschen schwierig während des Streams. Es sei denn, ihr kennt irgendwo einen Popcorn-Lieferservice in Berlin. Ja, egal wohin liefert. Für günstigen Taler. Im Kino. Ja. Aber im Kino esse ich kein Popcorn, wenn denn Nachos. Aber da ich sowieso gerade von meiner Oma gekommen bin, habe ich da gerade Mittag gegessen. Das bedeutet, ich habe sowieso keine Nachos auch gegessen. Was macht das rote Licht? Es leuchtet rot. Faszinierend, oder? So, und was ist jetzt? Du gehst doch irgendwo rum. Mayday, Mayday! Ich drücke immer die falsche Taste, weil ich denke, Kreis ist zurück. Aber Kreis ist ja eigentlich ursprünglich gedacht... Ja, stimmt, hier lang. Ursprünglich gedacht gewesen als bestätigen. Kreis bestätigen, X ablehnen. Viereck weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, Menü aufrufen und Dreieck irgendwas anderes. Das waren ja die ursprünglichen Dinge, wie sich das die PlayStation-Entwickler mit der PS1 und dem Controller gedacht hatten. Ja, aber ich will trotzdem einmal zurückgehen. Ja, klar, wegen Money! Moneyse! So, und jetzt können wir wieder zurückgehen. Noch mehr Money! Money! Mit U natürlich geschrieben. Das war in der Demo. Autsch! Was war in der Demo? Naja, wenn du nicht spielst, dann kommt ja immer so eine Demo aktiv. Also ah ja, genau. Ja, die Demo, okay. Ich dachte gerade, du meinst die spielbare Demo von der PS2-Dingens. Und da hätte ich dir definitiv sagen können, nein. Jawohl. Das ist so befriedigend, wenn man so weit in der Luft ist und... weißt du über Style Points Bescheid? Ja, das sind diese komischen... da leuchtet was. Das sind diese komischen Punkte, wo man... hinspringen oder hinfliegen muss und die dann berühren muss. Das, ich weiß davon Bescheid, aber ich weiß nicht, wo die sind. Was haben wir denn hier? Die Waffe. Nice. Ja. Dietrich. Dieter. Ich hab den Dietrich gefunden. Irgendwas sagt mir, dass du jetzt auf diesem Planeten, wo wir ganz zuerst dann was machen kannst. Ah, du meinst mit dem Schlüssel jetzt? Ja. Hatten wir da eine Tür? Keine Tür, aber da waren so welche Wohnplatten, die da auch sind. Ah. Okay. Setzt ihr die ein? Ach so, da. Jeder Ring eines unknackbar Schlosses ist mit Lasern versehen. Die Mechanik kenne ich gar nicht. Ziele mit den Lasern auf die Rezeptoren des äußeren Rings, bis sie grün leuchten. Alle Rezeptoren müssen grün sein, bevor das unknackbar Schloss geöffnet werden kann. Ach so, ja. Ah, okay. Ja, okay, so rum. Ja, gibt's ja nicht. Es ist optisch gerade ein bisschen schwierig. Mit dem linken Analogstick. Drücke ihn nach oben und unten, um zu wählen, welcher Ring aktiv ist. Drücke nach links und rechts, um den Ring zu drehen. Ah, nice. Was zu spoilern, man bekommt sie für gewisse Aktionen in bestimmten Orten. Sowas wie Secrets. Ja, das ist mir bewusst. Ich habe mal so angefangen. Ratchet ist einfach nicht gesprungen. Ich wäre sowieso hier runtergekommen mit dem Fahrstuhl, wie man sieht. Ja, aber Fahrstuhl. Ich wollte Fahrstuhl fahren.
Nichts Besonderes Wichtiges. Ich habe mal ein Let's Play angefangen, so den ersten Part habe ich mir angeguckt, der hat dann 100% gemacht, halt, da hat er zum einen den einen Goldbolzen, den ich da wusste, geholt und halt auch irgendwie so einen Style Point und dann dachte ich dann, was? Das kenne ich noch gar nicht. Wird denn das irgendwann im Spiel überhaupt erklärt? Mit diesen komischen Style Points? Oder ist das einfach so eine Mechanik, die drin ist, aber nicht erklärt wird? Wo man dann selbst herausfinden muss, was Wahrheit ist und was Lüge. Hier, du willst Fahrstuhl fahren? Ja. Wie glücklich sie aussieht. Schade, dass sie das gerade nicht sehen können. Ich mach doch gar nichts. Vielleicht, wenn man den ersten bekommt. Wow, du hast ein Secret gefunden. Ach ja, du kannst Secrets in diesem Spiel finden. Nee. Erzähl, Spiel. Echt jetzt? Achso, ich habe noch den Bolzen-Dingens da. Nicht den Schwunghaken. Achso. Wahrscheinlich hätte ich hier nicht mehr rüberhabern müssen. Wahrscheinlich war da sogar noch Boden. Bin mir hier bei diesem Planeten nicht ganz so sicher. Nicht steht was dazu, aber nichts Genaues. Okay. So. Hier können wir runter. Kommen wir von hier? Ja. Ich glaube ja. Ja. Ich bin jetzt abgebogen zu den. Ah ja, hier links, genau. Stimmt. Okay, 3 zu werfen war jetzt Übertreibung. Alter Übertreiber hier. Wir haben irgendwie schon gar nicht nach den Kugeln geguckt. Nach den Super Bolzen? Ja. Bolzen? Na, ich habe immer so ein bisschen links und rechts geguckt, aber ich. Ja, um sowas zu finden, bin ich einfach nicht geschaffen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin in sowas nie gut gewesen. Geheime Secrets zu finden oder so. Das ist mir immer eher schwerlich gelungen. Guck mal nach unten. Ja, ich tue ich ja gerade. Will ich jedenfalls gerade, wenn ich. Ja, es ist wieder so ein Fahrstuhl. Also ist mein Test geht. Der oben ist. Jein, also naja, wenn man da runterspringt eigentlich. Aber du wirst kannst ja wahrscheinlich von hier aus rüberhubern. Das ist ja. Naja, ich glaube komplett drüber habern kann man nicht, aber man könnte also einen Weitsprung wahrscheinlich machen. Naja, Weitsprung und darüber habern. Könnte man eventuell wohl tun, aber warum sollte man? Hier kann man ja noch ordentlich Dingens formen. Speedrun Strats! Ja, ein Speedrun für dem Spiel dauert, ich glaube, eine Stunde 40 oder so. Falls überhaupt. Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur so selbst aus dem Kopf heraus gedacht. Vielleicht könnte es so lange dauern. Im Menü steht was. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Derp. Ja, und jetzt sind wir hier. Also wir hätten das skippen können gerade eben, weil da hätten wir eine ganze Menge Bolzen auf dem Weg liegen lassen. So, schön Geld einsammeln. Money! Mein Junge, gib dein Geld nicht alles auf einmal aus. Geld liegt nicht auf der Straße, sagte meine Mutter immer. Und jetzt nehme ich an, ich sammle das Geld in diesem Spiel auf der Straße auf. So hat sich das Blatt gewendet, Mutter. Nun bin ich derjenige, der sagen kann, ich weiß es besser. Also, ich hab keine Ahnung. Quatsch. Da steht sogar, hier festhalten. Hände hier hin zum Festhalten. Ah, ich dachte, oben ist eventuell ein Secret drin. Das wäre cool gewesen. Ich muss dann leider langsam gehen. Euch viel Spaß noch. Ja, dir auch. Und liebe Grüße. Sind die Backseat Gaming eigentlich auch non-relevantes Easter Egg? An sich wäre es jetzt, wenn es jetzt nicht so unbedingt sehr relevant ist oder so, dann muss ich nicht unbedingt gebracht werden. Sagen wir es so. Ist okay. Für mich ist es quasi, als wenn ich es gerade. Für mich ist es fast, als wenn ich es blind spielen würde. Von dem her, das Gefühl würde ich jetzt gerne ungern verlieren, dadurch, dass ich halt zu viel gesagt bekomme. Null relevant. Na, wo kann man irgendwo was anderes von den Insomniac Games sehen? Da oben irgendwas oder so? Oder was ist es jetzt genau? Wenn es null relevant ist, dann hau raus. Dann sag einfach mal. Ja, ganz ruhig. Ich weiß ja nicht, ob da unten. Zwei Schaden?
Nö. Wäre in einem Plattformer auch ein bisschen komisch. Naja, obwohl eigentlich, ja, in 2D-Plattformer wäre es vollkommen abstrus. Stell dir mal vor, bei Mario Bros. Gäbe es Fallschaden. Zum Beispiel. Ist nur ein Lachergut. Und echt verwunderlich. Existiert aber noch nicht. Ich sag's dir, wenn du da bist, okay? Düb, düb, düb. Muss ich wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal wieder hochklettern oder so. Ist es auf dem Planeten oder auf dem anderen? Und das ist eine gute Frage. Ja, hier. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt mal gucken, wo es da oben hingeht. Da sind wir ja schon vorhin geklettert. Können wir theoretisch von hier wieder nach oben? Das wäre ziemlich gut. Ne, wäre sein können. Man kann sich da irgendwie über einen blöden Clipping-Fehler oder so hochglitschen oder sowas. Ich habe ja auch nur Bolzen übersehen, wie es aussieht. Anderer Planeten, alles klar. Dann kannst du ja dann nochmal was Bescheid sagen, wann es relevant wird. Die Wand sagte sich no denied. Muss nur mal wissen, weil es echt lächerlich ist. Okay. Wahrscheinlich Riesenkopf Ratchet oder so eine Geschichten. Ach ja, hier muss ich ja klettern, nicht weiter springen. Na mal sehen. Zack, 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 zack. Wo das hier mit der Ratchet-Reihe noch hinführen wird in Streams. Ich will darüber dribbeln. Ja. Ich möchte mich erinnern. Naja. Da ist jemand. Überhaupt kein Empfang. Dieser Zeitverlust bringt mich nach oben. Ach, das ist ja den wir suchen sollten. Sie ärztliche Hilfe, Sir? Nimm nicht alles so wörtlich, Kleiner. Mein Problem ist, dass ich auf diesem Kaff-Planeten festsitze und meinen Star-Klienten nicht finden kann. Hey, ich habe sie schon mal im Infobot gesehen. Sie sind Skids-Agent? War Skids-Agent. Seit dem Absturz ist Skid verschwunden. Und ein Agent ohne Star ist wie ein Floh ohne Hund. Moment, du siehst auch recht sportlich aus. Hör zu. Wenn du den Hauptpreis der Hoverboard-Rennen in Blackwater City gewinnst, dann wirst du mein nächster Star. Für solch triviale Sachen haben wir keine Zeit, Sir. Hm. Genau, ich als der neue Skid McMarks. Bring den Preis des Hoverboard-Rennens. Und da fängt es dann mit diesem Hoverboard-Gedöns an. Ich habe das Hoverboard-Rennen in den Demos nie geschafft. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß nicht, war zu schlecht. Nehme ich einfach mal an. Ich kann nicht genau sagen, woran es gelegen hat, weil ich nicht mehr genau im Kopf habe, wie es genau ging. So, was haben wir hier? Achso, hier muss dann... Hier kommt man weiter, wenn man den Preis hier hinbringt. Ne, was? Blub. Ich bin weg. Und da bin ich jetzt. Ich würde auf die Insel gehen, die mir übersprungen wird. Ja. Da ist ein Goldbolzen, nach links gleich. Da rechts meinst du? Ja. Könnte sogar so ein Goldbolzen sein. Kann ich wieder zurückgehen, bitte? Geh doch einfach so rüber. Ja, ich habe halt Angst, dass das terminierender Treibsand dann ist. Wie du siehst. Aber hey, jetzt sind wir wieder auf der Seite. Oder? Ich bin jetzt wieder beim Schiff gelandet. Ist easy, darfst nur nicht runterfallen. Achso, hier bin ich ja gerade eben schon gelandet. Da rechts wollten wir hin. So, kann ich jetzt wieder rüber, bitte? Ja, jetzt, okay. Wenn du das System verstehst, ist es nicht so schwer. Aber recht fordernd. Und ein bisschen random. Ah ne, es ist nicht so schwer. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Sabi war eh nicht mehr da. So. Frage ist, wie soll ich da rüberkommen? Wie gesagt, also Treibsand, da kann man offenbar nur 2-3 Mal versinken, ehe man komplett unter Wasser, wollte ich gerade sagen. Und hier lang war der andere Weg, ne? Also das war ja hier. Das ist länger hier. Da kommst du ja nicht mehr durch. Nee. Gerade eben hatten wir ja noch so einen zweiten Weg und dann wollte ich auch erstmal mit ihm hier quatschen. War das... Ah nee, das war jetzt hier hinten, ne? Kam ich von da? Ja, das kommst du da. Wo ist denn da eine Plattform, von der ich gekommen bin? Ich kann das gerade optisch ein bisschen schwer ausmachen. Oh, kann ich auf dem Rand lang. Ja, dann mach das. Secret Area! Hab mich da, glaube ich, irgendwie mal rüber geglitscht. Ich weiß bis heute nicht, wie man da hinkommt. Aber es sah aus, als wenn da ein Goldbolzen ist. Achso, da drüben bin ich rüber hochgeklettert. Okay. Ja. Wahrscheinlich musst du Anlauf nehmen und dann darüber. Irgendwie sowas, ne? Aber nicht von hier, weil hier ist ja zu viel Abstand.
Und hier kann ich auch nicht auf der Seite rüberklettern wegen dem Zaun. Ha. Also. Aber wenn der... Oh, das war blöd. Aber wenn der uns schon so super anleuchtet, dann wollen wir doch diesen Bolzen gerne mal haben. Die Frage ist nur, wie genau. Ob das von hier aus hinhaut mit einem weiten... Kann ich hier rechts auf dem Ding landen, ist die Frage. Probier's aus. Auf diesem schrägen Ding. Nee. Das ist komisch geklebt. Ja. Wenn du den Agenten beeindrucken willst, musst du ein Hoverboard-Rennen gewinnen. Ja, ich weiß. Die nächste Hoverboard-Rennstrecke ist in Blackwater City auf dem Planeten Rilga. Knapp! Knapp! No! No! Okay, aber das könnte hinhauen. Wenn du halt den Weg springst, kannst du ja weiter hinten an, ja, auf die Rückseite von dem Ding. Ah, ich verstehe, was du meinst. Du meinst hier so hin? Ja. Ja, das könnte klappen. Das war aber jetzt wirklich allerletzte Sekunde. Nein, nicht ganz. Pixel vor dem Ding. No. Musst du ein Hoverboard-Rennen gewinnen. Die nächste Hoverboard-Rennstrecke ist in Blackwater City auf dem Planeten Rilga. Rega? Rega Targaryen? Game of Thrones und so. Na komm, Ratchet. Wenn du den Agenten beeindrucken willst, soll das musst so du ein Hoverboard-Rennen gewinnen. Die nächste Hoverboard-Rennstrecke ist in Blackwater City auf dem Planeten. Ich dachte, vielleicht kann Rilga. Ich da oben drauf. Moment. Ja. Aha. No. Nein, 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 komm. Ich glaube, das ist so geklippt, dass man da mal wieder runterrutscht. Sieht fast danach aus. Was? Rückwärtssalto in die Soße. Es ist noch Soße da. Ja. Clipping-Fehler. Wupp, 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 wupp. Unendliches Havern. Ja, so funktioniert das leider nicht. Das ist zu schräg, aber es ist nicht so. Ja, leider. Gleich von der anderen Seite? Beeindrucken. Mal kurz weg. Alles klar, Amy, bis gleich. Die nächste wie von der anderen Seite? Weißt du, wenn ich mit dem Ding gefahren bin? Ja, und dann kannst du von der anderen Seite durchgekommen können. Ja, müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Kann ich nicht sagen. Müssen wir mal probieren. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber das sieht viel weiter weg aus. Mach klug. Ja. Ach, ist jetzt noch dein Restdöner? Ja, für mich sieht es nicht weiter weg aus. Guten Appetit. Ich esse meine Restmittag, bist du korrekt? Oh, dieses Ding. Nee, da kann man leider nicht drauf. Aber das ist ein Bolt, was nach oben rollt. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite gerade, ne? Egal, wir fahren trotzdem mal mit. Hui! Das könnte beides gleich weit weg sein. Nee. Nee. Warum? Hat der vielleicht irgendwas Nützliches zu verkaufen? Nö. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Nicht viel mehr als vorher. Ja, immer irgendwelche Angebote. Ja, offensichtlich schon. Normalerweise sagt er auch immer so, hallo Fellknäuel. Na, willst du was kaufen? Moment, ist das da links ein Plattformbot oder was ist das? Ja, nee, der macht einfach irgendwas. Frag mich, wie oft ich als Kind versucht habe. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Guck mal, nicht direkt dahin, guck mal nach links. Weiter? Da wo der Bot ist oder wohin? Ja. Ich weiß nicht, kann ich da in diese komische Schale, die da hochhält? Ups. Okay, das war gar nichts. Saß ewig daran. Ja, aber der Bolzen, der lächelt einen halt so an. Ich überlege gerade, ob man vielleicht erstmal später dahin muss, wenn man, keine Ahnung, vielleicht Helikopter 2 Upgrade hat. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber... Ja, hier oben rauf zu kommen ist ja leider nicht ganz so möglich. Okay, das war nicht so gut.
So. Ich guck mal nochmal von der anderen Seite, aber irgendwie... Warum ist das nicht mal so hidden? Nee, natürlich ist der nicht hidden, aber... Da hinzukommen ist halt die Schwierigkeit. Kann ich mich irgendwie hier nach oben glitschen? Nee, schade. Halt sieht das weiter aus? Ja, okay, das ist wesentlich weiter. Bin ich jetzt schon wieder bei dem Hoverboard-Typ? Ich bin total orientierungslos gerade. Ich meine, der Weg dahin. Nee, nee, ist schon erreichbar. Ich meine den Weg dahin. Ach so. Sind wir gerade einfach zu doof? Ich hab schon. So. Na, guck mal, der Weg geht. Der Weg, da rüber. Drüber nicht weiter, nach links. Weiter. Da rüben. Ach, einfach mal da so rum. Und dann von da hinten vielleicht. Ja, okay, hier sind wir auch noch nicht großartig weitergelaufen. Beziehungsweise hier sind wir wieder beim Schiff. Ja, aber. Du bekommst später noch was, womit du rüberkommst. Ah, okay. Schießt du? Das sind so, sag ich mal, Spoiler, wo man sagt, okay, gut. Stimmt doch gar nicht. Von oben, vielleicht. Ah, dachte ich auch gerade. Er kann jetzt schon hin. Er muss nur intelligent agieren und da ist das Problem. Ja, das ist mit der Kamera immer so eine Sache. Hier ist eine Wand. Genau. Wand hoch. Aber es ist quasi auf der anderen Seite. Ja, ja, mal umgucken. Beide machen einfach nur ein stutziges. Nee, das wollte ich nicht. Nein! Immer diese falschen Tastendrücker. Ich guck mal kurz von dort aus. Ja, komm auch her. Ja, das stimmt wohl. Werde ich jetzt so vom Fahrstuhl zermatscht? Ich muss nicht ausprobieren. Achso, nee. Das ist ein netter Fahrstuhl. Wobei, wir sind halt auf der oberen Etage hier gerade, aber... Irgendwie verliere ich langsam die Orientierung. Oder war es jetzt wirklich hier gerade unten dadurch? Geh mal von der Plattform runter. Laufen. So. Und gucken wir uns mal um. Wir sind gerade... Ja, wir müssen da rüber. Da hinten ist es, glaube ich, irgendwo gewesen. Also. Kommt man auf die Finger rauf? Auf was? Auf die Türme. Welche Türme? Die da? Die roten leuchtenden? Oder welche Türme meinst du jetzt noch? Vielleicht sollten wir das später machen. Vielleicht kommen wir irgendwann easier daran. Ja, ja, ganz ruhig. Hier ist jetzt wieder das, wo wir hier hochgeklettert sind, aber... Aber was nicht. Ja, ja, aber vielleicht habe ich ja hier irgendwas übersehen. Okay, sorry, meine Schuld. Erzähl nur Blödsinn. Nee, hier ist nichts weiter als das hier gewesen. Hep, und dann haben wir hier die Rohre und so. Was und ja. Das hatte ich, glaube ich, schon versucht. Die Idee war gut. Mit den beiden Türmen wahrscheinlich. Hallo. Erst gucken. Ich habe das eigentlich immer gedrückt. Nee, ist wieder das komische Clipping-Gedöns. Ach! Ratchet! Mach doch einfach mal das, was ich wollte. Ich gehe wieder zurück zum Aufzug. Da kommen wir schneller nach oben. Kommt man da irgendwie auf die Türme? Vermutlich, weil... Da geht es nicht zum Aufzug. Sicher? Ich bin aber gerade... Ja, hast recht. Ja, ich bin halt runtergehabert von dem her. Bin ich da runtergefallen? Vielleicht finden wir ja hier irgendwie einen anderen Weg, wenn ich das hier nochmal mache. Ich weiß es ja nicht. Halt dich doch fest, du Vollidiot! Entschuldigung. Aber ich dachte eigentlich... Ich kann auch nichts dafür, wenn du die Taste nicht drückst. Ich hab die Taste gedrückt. Du bist schräg angesprungen. Ja, das ist... Ich bin halt schon nach rechts gegangen, weil ich dachte, er hat sich festgehalten. Aber er hat es nicht gemacht. So.
Alles mit der Hure. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist hier wieder diese Plattform. Hep. Jo. Warte mal. Du meintest mit... Das meinte ich nicht. Dreh dich mal nach rechts. So, da ist ein... Gucken wir nach unten. Da hat man noch die Plattform. Von da konnte man an der Wand entlang laufen. Nach, ja. Da. Ja. So, weiter, weiter, weiter. Da ist doch so ein Ding. Jetzt kommen wir da rauf. Was sieht das Rohr oder da oben? Da oben. Wo halt die Mauer ein bisschen rum weiter unten. Ja. Soll ich da mal versuchen raufzukommen? Ja. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Hui. Ah. Nicht ganz, nicht ganz. Der Versuch war gut. Aber der Sprung war ein wenig zu kurz. Geht auch so, geht auch so. Macht er. Ah. Ja. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. So, stimmt, hier war ja dieses eine Stück, wo man rauf konnte. Dreh, dreh, dreh. Dreht nicht weiter. Ja, doch, jetzt da. Da drauf irgendwie? Keine Ahnung. Aha! Haha! Gut. Kann er rauf? Weil ich bin nach Nein? Gerade nicht, nee. Versuch mal den hier. Vielleicht von weiter oben, aber auch nicht. Da war noch ein Stück. Das war Wandsprung. Da waren noch andere Türme. Vielleicht kommen wir auch über die Türme dahin. Ich meinte, die ja so umgestanden. Und dann zwischen den beiden Türmen Wandsprung. Ah ja, das ist eine Idee. Nein! Okay. Dich wäre nicht so gut. Wo sind die? Ich bin wenigstens bei den Türmen wieder. Haha, drin. Hier, da sind die Türen. Ah, und da einen Wandsprung nach oben machen, meinst du? Nicht ganz, das sind zwei Türme nebeneinander. Nicht der, sondern einer. In der Mitte. Jo, ja. Da. Ach, da die beiden, Müsste eigentlich rein theoretisch von dem Wandsprung hier gehen. Aber die Sache war doch, der Goldbolz war doch da hinten irgendwo, oder? Ja, aber wir wollen ja über die Mauer rüber hier. Ja. Es ist simpler, als du denkst. Lass mich kompliziert sein, kann! Jawohl, mein Ölchen. So. Ab 45 wird zurückgeflattert. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Gucken wir doch erstmal nach unten. Da sind keine Plattformen, wo man... Naja, die kleine Plattform da vielleicht, wo man drauf landen kann. Probiert. Jetzt ist da unten ein anderer Bolzen oder sowas. Ist doch scheißegal. Bolzen ist Bolzen ist Bolzen. Ja. So, jetzt bin ich wieder hier. Genau. Hier. Hier ist immer eine gute Bezeichnung für. Wo sind wir denn? Hier! Nochmal drehen, dann kommen wir. Das ist mit nochmal drehen. So. Ich glaube aber, dadurch, dass da kein Boden ist, wir sollten hier nicht sein. Dreh dich aber nochmal und nochmal. Und dann da drüben ist doch schon ja, ja, das, da wo wir hin wollen eigentlich. Ja, ja, klar. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie durch die Wand kommen. Durch die Wand ist noch die andere Plattform darüber. Also auf das andere Türmchen da. Da links war. Da links ist was. Nein, da links war ein Durchgang. Nicht abstürzen, nein. Es ist so dramatisch, wenn ich so runterfalle. Nö. Nee. Nö. Wie lange geht das noch? 2 Minuten. Ach, verdammt. Nein. So. Das war jetzt suboptimal. Das war jetzt unklug. Aber es war auch keine Absicht. Du musst da weg, kennt der. Na gut. Wie gesagt. Also, als würde der Aufzug auf den Kopf fallen. Nee, nicht ganz. Okay, das ist. Wir machen zwar überhaupt keinen Fortschritt oder so, aber. Naja, ne? Ja, dann. Wo war denn diese Mini-Plattform, auf der ich gestanden habe? Die war da unten irgendwo, ne? Na, okay, gut, den machen wir jetzt nicht.